Hallo, ihr Lieben, ich habe mal wieder einen Selbstversuch gemacht. Blutzucker, Dauermessung, Freestyle Libre. Dieses Gerät hier. Ich hoffe, dass man es sehen kann. Über 2 Wochen ging das. Ich messe schon seit Jahren meinen nüchternen Blutzucker jeden Morgen. Und der ist immer im Normalbereich. Ich weiß nicht, warum ich ihn eigentlich noch messe. Aber ich wollte immer mal wissen, was zwischen den Messungen passiert, und das geht mit diesem Gerät, weil das über 2 Wochen 24 Stunden am Tag die Werte aufzeichnet. Link findet ihr in der Beschreibung. Der Sensor, da ist ein Sensor dabei, der sieht so aus. Der wird am Oberarm angebracht, hinten. Das seht ihr dann, wenn ihr den Link anklickt, wird das erklärt. Und vorher wird das mit dem Handy verlinkt und dorthin werden dann alle Daten übertragen. Also ein Lesegerät ist nicht erforderlich und das macht die Sache dann etwas preiswerter. Bei Amazon kostet dieser Sensor 100 Euro, bei Abbott wird er für 59 angeboten und da habe ich ihn auch bestellt. Die gemessenen Werte und auch die Werte dazwischen werden als Liniendiagramm dargestellt zum Beispiel. Und für die Durchschnittswerte über jeweils 3 Stunden, dieselben 3 Stunden jedes Tages, gibt es dann ein Balkendiagramm, wo man dann sehen kann, also von 9 bis 12 Uhr waren die Werte durchschnittlich in diesem oder jenem Bereich. Das Gerät errechnet den wahrscheinlichen Hämoglobin A1C-Wert, das ist der Durchschnittswert über 3 Monate und es zeigt Ausreißer nach oben und unten an. Der Zielbereich ist einstellbar, der untere Wert nicht, das ist 70 Milligramm pro Deziliter. Der obere Wert, den kann man selbst bestimmen. Ich hatte ihn auf 115 gestellt, weil meine Werte immer sehr niedrig sind. Der Download der App war problemlos, das ging ruckzuck. Anbringen des Sensors ebenso einfach und schmerzlos. Nach der Aktivierung des Sensors muss man eine Stunde warten, bevor man mit den Messungen anfangen kann. Dann kann man so oft messen, wie man möchte. Bei mir waren es im Schnitt 32 Mal am Tag. Es reicht dann immer, das Handy an den Sensor zu halten und dann wird der aktuelle Wert gemessen und in die diversen Diagramme eingetragen. Und das ist ganz spannend. Und auch die Daten zwischendurch, die also nicht manuell gemessen werden, aber sie werden registriert und auch die werden dann in die Diagramme eingefügt. Zwar nicht mit den konkreten Zahlen, aber man sieht, wohin die Linie geht. Ja, Durchschnittswerte hatte ich gesagt. Meine Ergebnisse in Zahlen. In der ersten Woche waren die Werte immer zwischen 70 und 110 Milligramm pro Deziliter, egal ob vor oder nach dem Essen oder morgens der nüchtern Blutzucker. Nachts gab es ein paar Abweichungen nach unten, das heißt unter 70 Milligramm pro Deziliter. Das wird Unterzucker genannt. Ich weiß nicht, ob es wirklich Unterzucker war. Ich habe nichts davon gemerkt. Ich habe sehr gut geschlafen. In der zweiten Woche lagen die Werte im Schnitt um 15 bis 30 Milligramm höher als in der ersten Woche, obwohl meine Ernährung und auch der restliche Lifestyle gleich war, was mich ein bisschen erstaunt hat. Und je länger ich diesen Sensor im Arm hatte, desto höher wurden die Werte. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, ob es irgendwie was mit Stress zu tun hat oder was, keine Ahnung. Ich mache morgens 20 Minuten Gymnastik jeden Tag und habe festgestellt mit diesem Gerät, wenn ich zum Zeitpunkt der Gymnastik noch nichts gegessen habe, dann ist der Blutzucker aufgrund des erhöhten Bedarfs, also die Muskeln sind ja aktiv, um 10 bis 15 Milligramm pro Deziliter höher. Das heißt, die Leber produziert den Zucker, den mein Körper braucht. Wenn ich vor der Gymnastik eine Stunde vorher oder was etwas gegessen habe, dann ist der Blutzucker nach der Gymnastik 20 bis 30 Milligramm pro Deziliter niedriger als sonst. Die Glukose aus der Nahrung wird also verbraucht.
Diabetiker wissen das auch. Also wenn man, dass man mit Bewegung nach dem Essen zeitnah den Blutzucker senken kann, zum Beispiel durch einen Spaziergang. Nachts waren meine Werte immer über diese 2 Wochen unter 80 Milligramm pro Deziliter, mit ein paar Ausreißern in den Bereich des Unterzuckers. In der ersten Woche war das. In der zweiten Woche gab es keine Unterzuckerphasen, trotz gleichbleibender Ernährung. Also alles ein bisschen komisch. Ich glaube, dass die Messgenauigkeit des Geräts im Laufe der Zeit abgenommen hat. Es kamen auch ein paar völlig unsinnige Werte heraus und extreme Schwankungen innerhalb von wenigen Sekunden. Ich hatte in der zweiten Woche zwar ein paar Stresssituationen. Stress produziert Cortisol. Cortisol ist ein Stresshormon und das ist gedacht für Flucht oder Kampf. Cortisol macht aufmerksamer, wacher, reaktiver, schneller. Und das war für unsere frühen Vorfahren wichtig in lebensbedrohlichen Situationen, wenn die zum Beispiel von einem Säbelzahntiger gejagt wurden. Und auch in der Tierwelt kennt man das, dass zum Beispiel ein Zebra, was von einem Löwen gejagt wird, das hat in diesem Moment einen extrem hohen Cortisolspiegel und dann wird es entweder gefressen oder es entkommt. Wenn es gefressen wird, hat sich das Thema erledigt. Wenn es entkommt, ist der Cortisolspiegel innerhalb von ein paar Minuten wieder ganz niedrig. Die Folge der Cortisolproduktion beim Menschen, das ist die Gluconeogenese, Produktion von Glucose, also von Zucker. Und der Zweck ist, dass der Körper Energie produziert für Kampf oder Flucht, wie gesagt. Das heißt, die Leber produziert die Glucose und gibt sie an die Blutbahn ab. Das soll uns mit Energie, mit zusätzlicher Energie versorgen. Ich hatte über das Cortisol Stresshormon ein Video gemacht, das werde ich auch noch verlinken. Für diejenigen, die das interessiert, hängt eng zusammen mit dem Blutzucker. Meine Unterzuckerphasen dauerten zwischen ein paar Minuten und eine Stunde. Die waren also zwischen 50 und 70 Milligramm pro Deziliter und ich weiß nicht, ob das während der Tiefschlafphase war. Ansonsten war der Blutzucker nachts die meiste Zeit um 70 Milligramm pro Deziliter. Da muss ich vielleicht dazu sagen, ich esse nur einmal am Tag. Also ich habe ein Zeitfenster von 2, 3 Stunden morgens, wo ich esse und den restlichen Tag esse ich nichts mehr. Und nachts ist dann der Blutzucker ziemlich verbraucht und ist dann logischerweise wahrscheinlich niedriger, wenn mein Körper nicht in der Zwischenzeit angefangen hat, seinen eigenen Blutzucker zu produzieren. Mein durchschnittlicher Zielbereich über den gesamten Zeitraum von 2 Wochen lag zwischen 70 und 115 Milligramm pro Deziliter, 96% der Zeit und 4% der Zeit unter 70. Dieses waren die Unterzuckerphasen. Der höchste gemessene Wert in 14 Tagen war 121 Milligramm pro Deziliter. Das war nach dem Essen zwar, aber sonst ist das nach dem Essen immer so um die 100 Milligramm pro Deziliter. Also das war erstaunlich hoch. Ich habe dann zur Kontrolle eine zweite Messung gemacht mit meinem normalen Blutzuckermessgerät, mit beiden Blutzuckermessgeräten. Ich habe zwei. Und das höchste Ergebnis war 104 und das entspricht meinen Normalwerten. Also wo diese 121 herkamen, keine Ahnung. Ich will es nicht von der Hand weisen. Aber merkwürdig ist es schon. Ja, dann nochmal die Durchschnittswerte im 3-Stunden-Rhythmus über 2 Wochen. Nachts und morgens von 0 bis 3 Uhr war es 72, von 3 bis 6 Uhr 75, immer Milligramm pro Deziliter, 6 bis 9 Uhr 87. Das war dann der Zeitraum, wo ich angefangen habe zu essen. Dann 9 bis 12 Uhr 90, 12 bis 15 Uhr 95, da war der Blutzucker dann hoch nach dem Essen, 15 bis 18 Uhr 94, bis 21 Uhr 88, bis 24 Uhr 74 und dann wieder darunter.
Die Durchschnittswerte waren also, lagen also zwischen 72 und 95 Milligramm pro Deziliter über diese beiden Wochen. Interessant ist, im Gegensatz zu Normalessern, bei denen die Zahlen vor und nach den Mahlzeiten extrem schwanken können, weil sie oft sehr viele Kohlenhydrate essen, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, verläuft meine Linie den ganzen Tag fast schnurgerade. Das sieht aus, als ob ein kleines Kind versucht hätte, eine gerade Linie zu ziehen. Das wackelt so ein ganz kleines bisschen nach oben und unten. Nach dem Essen sind die Werte mehrere Stunden leicht erhöht, aber auch wieder in einer geraden Linie. Aber sie bleiben eigentlich immer unter 100. Und das sind ideale Werte für eine metabolische Gesundheit. Über das metabolische Syndrom und die metabolischen Probleme hatte ich schon sehr oft erzählt. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Könnt ihr in meinen Videos finden. Was mich erstaunt hat, war, wenn ich viel esse, also die gleiche Nahrung wie sonst, aber mengenmäßig mehr, dann sind meine Werte tendenziell höher, obwohl ich so gut wie keine Kohlenhydrate esse. Das könnte am Eiweiß liegen. Eiweiß wirkt auf die Blutzuckerwerte stärker als Fett, nicht so stark wie Kohlenhydrate, aber es lässt sich durchaus feststellen, messen. Der Durchschnitt für alle Messungen über den Zeitraum von 2 Wochen, also alle Zahlen zusammengenommen, waren 85 Milligramm pro Deziliter. Der Hämoglobin A1C-Wert lag bei 4,6 Prozent, das sind 27 Millimol. Dieser Wert ist errechnet, nicht gemessen, weil ich habe das ja nur 2 Wochen gemacht, ne? Also der Hämoglobin A1C-Wert ist normalerweise der Wert über 3 Monate, Blutzucker-Langzeitwert. Und da, wenn man das nur 2 Wochen macht, rechnet das Gerät den wahrscheinlichen Wert aus. Jo, also normale Werte sind zwischen 4,6 und 5,6. Das ist also hervorragend. Meiner war 4,6. Sehr gutes Ergebnis. Die Vorteile dieser Messmethode: Man hat die Daten für 24 Stunden am Tag, solange alle 8 Stunden mindestens einmal gemessen wird. Nachteil ist die Suchtgefahr. Man gewöhnt sich schnell daran, ständig die Werte im Blick zu haben, und wenn man das Gerät dann entfernt, den Sensor entfernt, dann fehlt einem erstmal etwas. Diese 2-wöchige Testphase ist ideal für jemanden, der ein Gefühl dafür bekommen möchte, was sein Blutzucker vor und nach den Mahlzeiten und auch nachts macht. Eine gleichmäßig verlaufende Linie ohne extreme Abweichungen ist wünschenswert. Auch eine Linie, die eventuell ein paar Milligramm pro Deziliter höher liegt, aber gleich bleibt, ist besser als eine niedrige Linie mit extremen Schwankungen, mit extremen Ausreißern. Denn diese weisen auf eine Belastung der Bauchspeicheldrüse hin, die dann immer wieder das ausgleichen muss durch eine Überproduktion an Insulin. Und wer diese Ausreißer, die extremen Spitzen nach oben oder auch nach unten hat, sollte sich durchaus mal ein paar Gedanken über seine Ernährung machen. Also ich lasse jetzt mal die Messgenauigkeit weg. Da bin ich mir nicht sicher, ob man sich auf dieses Gerät verlassen kann. Aber es gibt einem zumindest einen recht guten Einblick in das Geschehen der Blutzuckerwerte, wenn sie sonst normalerweise nicht gemessen werden würden, wie zum Beispiel nachts. Und das fand ich also extrem interessant. Ja, bei mir keine große Überraschung, ne? Low Carb oder Zero Carb ist meine Ernährung mit, was weiß ich, 20 Gramm Kohlenhydraten am Tag, was sehr wenig ist. Aber es hat mich mal interessiert. Viele machen das aus Interesse, Neugierde. Man will halt mal wissen, was sich da so tut. Ich vermute mal, dass diese Geräte noch verbesserungswürdig sind, dass da noch Luft nach oben ist und dass sie auch preiswerter werden in den nächsten Jahren, wenn mehr und mehr Leute sie kaufen, wenn die Nachfrage steigt.
Aber das ist ganz spannend und es ist vor allem spannend für Leute, die sich eben nicht nach Low Carb ernähren, sondern Durchschnittsesser sind, Otto Normalverbraucher oder auch für Pflanzenesser. Ne? Na gut, es gibt Einschränkungen. Man muss wissen, dass niedrige Blutzuckerwerte nicht unbedingt auf Gesundheit hinweisen, denn die Bauchspeicheldrüse gleicht hohe Blutzuckerwerte sehr, sehr lange aus. Ne? Also das ist eine falsche Sicherheit, die man da bekommt, wenn man denkt, oh ja, der Blutzucker ist ja niedrig, alles in Ordnung. Also das ist, aber für die Leute, die eben sehr viel pflanzliche Sachen essen, auch die Veganer, die Vegetarier, könnte das mal einen interessanten Einblick liefern. Ja, das war's. Kurz und informativ, wie ich hoffe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich darauf, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Und sage euch Tschüss und bis bald.